Hallo ihr Hallo, Lieben. Hallo, guten Abend am Sonntag. Wollten wir euch mal wieder ein Video machen für YouTube? Ja, wir wollten gerne auch öfters mal Videos machen, aber irgendwie fehlen uns immer die Ideen. Wenn ihr also was wisst und eine Idee habt, was ihr gerne sehen würdet, dann schreibt es so einfach in die Kommentare, dass wir das machen können. Wir sind jetzt heute hier in Palma. Genau, das erste Mal nach langer Zeit. Die Kamera. Ja. Und sind nach langer Zeit, oder was heißt nach langer Zeit in Palma, stimmt nicht, aber wir sind jetzt hier im Hafen und gehen jetzt gleich wohin? Ins Mercat 1930, hat erst seit letzter Woche wieder geöffnet. Das ist ja so ein Gourmet-Markt oder Tempel, kann man sagen, mit Esskabinchen. Gucken gleich einfach mal, was auf hat und berichten euch von den Leckereien, die es dort gibt. Ist eigentlich eine Bar, wo wir immer sehr gerne hingegangen sind, oder ein Mercat heißt der Mercat, also so ein Restaurant mit vielen kleinen Ständen drin, wo es dann alles mögliche verschiedene gibt. Also es gibt dort dann Tortillas und Hamburger und ganz, ganz viele verschiedene Stände. Und das schöne Mercat 1930 ist einfach, dass jeder irgendwo was findet, weil es, man geht einfach rein, man sitzt da, man geht da essen. Und es hatte jetzt nicht mehr offen, seit über einem Jahr, wegen Pandemie, Corona, hat jetzt seit letzte Woche Samstag, glaube ich, war die Reinauguration, hat wieder seither offen, ist genau vorm ehemaligen Titus, das jetzt verkauft wurde. Und da gehen wir jetzt das erste Mal nach hier langer, langer Zeit wieder hin und freuen uns drauf. Ist eigentlich normalerweise immer so unsere Bar, wo wir abends auch einmal nach dem Arbeiten noch irgendwo hingehen. Ja. Und mal kurz was essen und schauen wir mal, was es da alles so gibt, ob es sich stark verändert hat. Ich meine, nach einer Woche Öffnung werden wir einfach mal stehen und schauen, was dort abgeht. Bis später. So sieht der Eingang aus. Da gibt es noch ein paar Impressionen. Und das ist auch schon alles neu gemacht. Also man kann jetzt auch schön draußen sich sitzen. Sich bewegen ist aber auch anstrengend. Auch das ist neu. Und hier warten wir unsere Freunde rechts. Nur ein bisschen Hygiene schon anstrengend. Mit dem wir heute hier so, jetzt müssen wir mal trinken. Wir gehen jetzt mal rein in den Mercat 1930. Ist heute nicht so viel los. Ist heute aber auch Sonntag. Heute sind auch viele am Strand. Donnerstag, Freitag, Samstag ist immer wesentlich mehr los. Ein bisschen was hat sich geändert. Früher war es so, dass die meisten Essen mal hier angerichtet standen. Jetzt stehen Bilder drin, ist wohl eine Corona-Geschichte. Bei anderen steht es aber noch anders drin. Werden wir gleich mal schauen. Ja. Kann das auch innen überall sitzen. Hier gibt es ein bisschen Sushi. Hier gibt es ein paar leckere Schinkenplatten. Überall was zum Essen auf dem Tisch. Hier Dim Sum. Große Auswahl an Hamburgern. Also sehr unkompliziert, ungezwungen. Jeder sucht sich seinen Platz. Tortillas, immer gerne genommen von uns mit Trüffel. Hier hinten gibt es Wok, also ein bisschen was Asiatisches. Und natürlich auch, wer es mag, frische Austern dürfen auch nicht fehlen. Frischen Austern haben wir hier. Gambas in Aioli und so weiter. Getränke natürlich auch alles. Das ist ein sehr schöner Laden, in den wir eigentlich gehen. Ist noch nicht so gut besucht wie zu alten Zeiten, wie früher. Aber ich sag mal, er ist wieder auf. Man kann wieder her und lohnt sich auf jeden Fall immer, weil hier wirklich jeder was findet. Die Jungs sind auch schon gut drauf. Jeder was findet und daher lohnt es sich immer. Zwischenzeitlich ist es auch dunkel, wir sind schon ein bisschen hier. Palma by Night, genau gegenüber der Social Club, eine Diskothek, die heute noch am Sonntag zu hat.
Und der Verkehr hat auch angezogen. Wir sagten ja schon, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, zum Abschluss nochmal, was ihr gerne sehen würdet, was wir gerne mal für euch anschauen sollen, drehen sollen. Für Ideen sind wir immer dankbar. Dann schreibt uns das in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen hoch und vor allem folgt uns, dass wir dann vielleicht auch irgendwann mal für euch live gehen können. Tschüss, ihr Lieben. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.